Ihr Lieben, guck mal, was ich heute für euch habe. Frozen Joghurt, Erdbeer, Banane. Mmh. 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 Viel Spaß beim Rezept. Frozen Joghurt brauchen wir 450 Gramm tiefgefrorene Erdbeeren, 250 Gramm Sojajoghurt Natur, 2 Teelöffel Sanapart, 2 mittelgroße und auch mittelreife Bananen und Zucker. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, ihr habt so oft gefragt, kannst du nicht auch mal den bösen Industriezucker ersetzen? Klar, gar kein Problem. Es gibt nämlich Xylit und das ist Birkenzucker und den könnt ihr tatsächlich 1:1 ersetzen wie gewöhnlichen Haushaltszucker. Schaut mal, der ist so ein bisschen kristalliner, aber hat die gleiche Süßkraft, aber viel weniger Kalorien. Also auf 100 Gramm Zucker habt ihr gerade mal 280 Gramm Kalorien. Ich bin jetzt nicht so Kalorienzähler, aber was für mich ein unglaublich gutes Argument ist, gerade bei Kindern, es greift nämlich den Zahnschmelz nicht an. Also es ist ein sehr leichter Genuss, ein sehr leckerer Genuss und ich habe jetzt hier 3 bis 5 Teelöffel. Ich werde die komplette Menge nehmen, weil ich es immer etwas süßer mag. So, und wir packen jetzt alles in den Sir Mix-a-Lot, rühren die ganze Geschichte einmal oben ab ins Gefrierfach und das ist auch schon wieder unser Geheimnis des so, ach so magischen und schweren Frozen-Joghurt-Rezepts. Und jetzt kommt unser Püree in eine große Schale. Und für 6 Stunden, mindestens 6 Stunden, ins Gefrierfach. Jetzt sind schon mal gute 3 Stunden Kühlzeit rum und wie ihr seht, ist es schon fast komplett gefroren. Und jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ich werde jetzt diesen harten Teil in einen Spritzbeutel geben, damit wir nachher diesen typischen Frozen-Joghurt-Look haben, wenn er aus so einer Eismaschine kommt. Drückt mir mal die Daumen, dass das klappt. Wenn nicht, lassen wir es halt einfach ganz normal fest werden und nehmen dann einfach so Scoops, ne? So typische runde Eisportionen. Aber ich möchte es mal versuchen, weil wenn uns das gelingt, stellen wir es danach einfach nochmal ins Gefrierfach und dann haben wir ein hoffentlich perfekt aussehendes Frozen-Joghurt-Eis. Eisbecher reicht es. Mir ist der Rest einfach zu flüssig. Deswegen habe ich jetzt hier an dieser Stelle Stopp gemacht. Werde alles nochmal ins Gefrierfach stellen. Die werde ich so lassen. Die sind nachher servierfertig. Und das werde ich allerdings so, wie es ist, ins Gefrierfach tun. Und dann werden wir das nachher mit dem Löffel einfach noch schön in den Eisbecher füllen. Also, die kommen jetzt nochmal 2-3 Stunden ins Gefrierfach und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr Lieben, ihr wisst ja, Geduld ist nicht mein zweiter Vorname. Jetzt habe ich schon mal nach einer Stunde nochmal geguckt, wie sie denn aussehen. Und ich finde es ganz ehrlich, ich finde es eigentlich so perfekt, dass man dann so mit dem Löffel so rein kann, ohne dass das Ganze jetzt so eine harte Eismasse ist. Und ich finde, sie sind wunderschön geworden. Jetzt machen wir einfach noch ein paar Schokotrops drüber oder vielleicht ein paar Erdbeeren. Ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos angekommen. Wie immer hoffe ich, dass euch mein Rezept gefallen hat. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ich freue mich, oder Nachmachen besser gesagt. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Ich drücke euch. Dicker Kuss. Tschüss, eure Kathi.